Ja, ihr seht, Battlebond. Booster! Ich bin richtig hyped. Battlebond ist so ein richtig schönes Set. Und ich habe das ultra hart gefeiert. Das habe ich auch im Pre-Release mitgespielt, Dreaded Giant. Das war richtig cool. Ah, die haben hier oben dieses Ding, ich erinnere mich. Das war richtig cool und es hat richtig Spaß gemacht, dieses Pre-Release zu spielen. Das hat sich ziemlich gequält gerade angehört. Und ja, es war wunderschön, wenn ich mich richtig erinnere. Jawohl, sind die verkehrt rum. Stone Golem, 5 Mana 4-4. Crawl Prowler, 6 Mana 6-6. Impuls, 2 Mana Instant. Ihr guckt die obersten 4 Karten eures Decks an, nimmt einen davon auf die Hand und den Rest unter die Bibliothek in irgendeiner Ordnung. Lustigerweise, auf der alten Karte steht sogar noch drauf, dass man shuffeln muss. Muss man nicht. Canopy Spider, 2 Mana 1-3 Reach. Saddleback Luggag, 4 Mana 3-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, Support 2. Azra Blade Seeker, 3 Mana 3-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, darf jeder Spieler in eurem Team eine Kantkarte abwerfen. Jeder Spieler, der das tut, zieht eine Karte. Das ist gut. Dieses ganze Team Two-Headed Giant Gedöns finde ich super, super cool. Dreimal nach Support 2, Draw Card. Schock, fügt 2 Schaden irgendeinem Ziel zu. Rot Feast Maggot, 5 Mana 3-5. Wenn es ins Spiel kommt, exiliert ihr eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof. Ihr kriegt Lebenspunkte in Höhe der Verteidigungsstärke. Doom Traveler, 1 Mana 1-1. Wenn er stirbt, kriegt ihr einen 1-1 Spirit. Und unsere erste Ankam, die sieht cool aus. Azra Oddsmaker, 3 Mana 3-3, Kreatur. Und zu Beginn des Kampfes könnt ihr eine Karte abwerfen. Wenn ihr das tut, wählt ihr eine Kreatur. Wenn diese Kreatur mit einer Kampfschaden zufügt, muss dieser Spieler zwei Karten. Nee, dürft ihr zwei Karten ziehen. So ist es. Nice. Das ist eine gute Karte. Soulblade Renewer, 5 Mana 2-2. Partner with Soulblade Corruptor. Der wird wahrscheinlich hier drunter sein. Und wenn der Spieler kommt, Support 2. Und der Soulblade Corruptor, den haben wir hier, 5 Mana 3-3. Death Touch. Und immer wenn eine Kreatur eine Präsenz-1-Marke mit einer Präsenz-2-Marke angreift, kriegt die Kreatur Death Touch bis zum Ende des Zuges. Nicht bad. Und unsere Rare ist Sword of Temptation. 4 Mana 2-2 fliegend. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegt ihr eine Kontrolle über eine Kreatur, solange wie ihr die Sword of Temptation kontrolliert. Und das war's. Sword of Temptation war mal eine richtig teure Karte. Ich glaube, die ist nicht mehr so teuer. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, ich mag Battleborn. Ich finde auch diese Partnerfähigkeit hier, Partner with, total geil. Und ja, deswegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ob ich sehe. Ciao, ciao.